holen uns dann nochmal Nachschub. Fürs Erste bin ich auf jeden Fall jetzt erstmal sehr zufrieden. Mit der Zugstrecke hier. Sobald wir jetzt hier wirklich Öl herkriegen. Ich habe, glaube ich, noch nicht die großen Buffer, oder? Wobei ich glaube, die kriegen wir mit dem Fluid Packaging. Vielleicht bringen wir auch erstmal die Sachen zurück, dass wir die großen Flüssigspeicher kriegen. Dann können wir nämlich jetzt erstmal, ehe wir mit dem Öl noch nicht so wirklich was machen, das erstmal lagern in unserer Heimatbasis. Und dann müssen wir mal schauen, wie viel wir sinnvollerweise dann für die Gewinnung von Treibstoff tatsächlich nutzen. Gerade weil wir ja dann auch die veränderten Brennwerte von Turbotreibstoff berücksichtigen müssen. Denn ich glaube, wenn wir es dann direkt, also wenn wir es dann machen mit einem Treibstoffkraftwerk, dann auch richtig. Ich glaube, weil, also. Was Besseres als Turbotreibstoff findest du wahrscheinlich nicht. Müssten wir dann halt nur mal gucken, wie aufwendig der in der Herstellung ist. Aber wenn jetzt wirklich Schwefel das Einzige ist, was wir brauchen dafür, dann machen wir das da hinten beim Kraftwerk direkt. So. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich, jawohl, die großen Flüssigtanks, das ist wirklich mega wichtig. So, wenn die mehr als ein Zug verkehrt, dann wird wahrscheinlich wichtig werden, dass wir schnellstmöglich dann auch wenn wir die nicht haben, dann ist das eklig. Blueprints sind jetzt für mich erstmal nicht so wichtig. MK2 Logistik, das ist jetzt einfach nur noch der Vollständigkeit halber, kann man das machen. Aber dann ist Railway Signaling auf jeden Fall das nächste, was wir machen. So. Gucken wir hier nochmal rein. Über Turbo Fuel finden wir, glaube ich, so noch nichts raus, ne? Also was wir natürlich jetzt machen könnten, wäre schon mal so ein bisschen Treibstoff herzustellen. Kohle finden wir und... Ach, wobei, es ist kompakte Kohle. Hm. Oh, da müssen wir echt dafür eine Festplatte verheizen. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, nützt nichts. Da müssen wir jetzt Festplatten suchen. Gleich. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich finde, wir bauen jetzt erstmal wirklich unsere Fertigung für unsere Phase 3 Projekte, also Produkte auf. Ja, damit ist keinem geholfen, wenn wir jetzt losziehen und dann einfach nichts in der Hinterhand haben hier und... Also, nichts in der Hinterhand haben im Sinne von... wenn nichts passiert währenddessen, dann ist das schon ganz schön blöd. Ach so, aber wir brauchen jetzt erstmal noch unsere Stahlteile. Pipes haben wir tatsächlich erstaunlicherweise immer noch genug. Ich glaube, das
Von denen brauchen wir erst richtig viele. Mit unserer Rohrpost. Da, die brauchen richtig Stahlrohre. Aber Schienen sind halt voll so ein Ding für Stahlbarren. Oder Stahlplatten oder wie auch immer. Ganz verrückt. So. Bitte sag mir, dass du hier richtig viel Stahl hast für mich. Das ist schon mal gut. Und das ist tatsächlich nicht so gut. Aber das ist ziemlich gut. Hey. Sehr schön. Auf dem Weg. Wir nehmen jetzt so ein bisschen eine Abkürzung. Wir müssen auch gleich nochmal schauen in unserer Übersicht, wie viel Luft wir jetzt tatsächlich noch haben, Fabriken zu bauen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass wir hier eine Megafabrik bauen können. Dass es eher so im Rahmen von so einer mittelgroßen Fabrik ist und wir dann eventuell wieder sehr viel Dauer in Kauf nehmen müssen. Weil wir einfach noch nicht so gigantisch groß bauen können. Aber das ist alles was, was ich bereit bin hinzunehmen. Wenn wir dann dafür langsam mal bereit sind, unsere Energieversorgung mal wirklich auf einem guten Level zu haben. Die wir hätten mit unseren Treibstoffkraftwerken. Denn ich meine, wir können es natürlich jetzt machen. Wir können jetzt schon mal eine Fabrik bauen. Also Treibstoffkraftwerke. Mit dem mit dem Treibstoff, den wir haben. Schauen, wie viel uns das bringt. Aber eigentlich würde ich dann gerne später hier auch ordentlich überladen und gerne alles dafür möglich machen, dass wir dann auch wirklich, warum steht hier denn nichts? Spannend. Alles dafür möglich machen, dass wir dann auch viel erzeugen an Energie. Schauen wir mal. Aktuell, also wir sind immer so zwischen, also bei der 1500, wir verbrauchen ungefähr die halbe Kapazität unserer Fabrik. Das heißt, ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer. Das war wichtig. So, du sollst laden. Achso, erstmal noch
den Rückweg. Ich führe die jetzt einfach hier lang. Okay, das wird nicht funktionieren. Dann haben wir nämlich hier wieder so eine... Gut, erstmal ins Wasser, dann mal baden gehen. Schönes Wetter draußen. Ich fürchte, das klappt nicht. Oder? Das wird nicht schauen. Ne, das wird nicht passen. Dann müssen wir dem hier noch ein bisschen mehr gerade Strecke zuweisen. Mindestens diese zwei Blöcke, weil sonst haben wir hier so eine viergliedrige Weiche und das mag irgendwie dieses Spiel absolut gar nicht. Bis wenn das hier so von den Schienen her eigentlich perfekt passen würde. Oh, jetzt bau doch da vorne dieses Fragment hier. Nee. Ach komm. Ach Mann, nee. Eisenbahnen sind wirklich eine Wissenschaft für sich in diesem Spiel. Und ich sage euch wirklich, angenehm wird das erst zu bauen, wenn wir einen Schwebeauftrag haben. Ich kann es nicht oft genug betonen. Oh. Verzeihung. So. Wieder schief gebaut. So. Gerade raus. Oh, das wäre sogar genau die richtige Länge gewesen. Was erzähle ich denn da für Quatsch? Moment. Was habe ich denn hier gemacht? Moment. Huch. Na sowas aber auch.
Nein, jetzt haben wir genau das gleiche Problem, Mann. Also vier Abschnitte, zack. Sonst macht das nämlich hier die lange Kurve macht das nicht mit. Die lange Kurve ist und war die ganze Zeit das Problem. Und da ich nicht rechnen kann, habe ich mir jetzt gedacht, mit zwei Feldern hätten die dann dazwischen zwei Platz, was ja Blödsinn ist, weil die zwei Fächer, also die zwei Felder Platz, die sind jetzt nur zwischen den beiden kurzen Kurven. Nicht zwischen den beiden langen Kurven. Zwischen den beiden langen Kurven bräuchte ich dann entsprechend, um zwei Felder Platz zu haben, vier Felder Platz. Deswegen brauche ich hier vier. Na gut. Jetzt, wo wir schon mal wieder meine genialen Verrechnungskünste zur Schau gestellt haben, fangen das entsprechend umzusetzen. Zu Beginn erstmal eine schiefe Eisenbahn, das ist gut. Das machen wir super. Ist doch irgendwas schief. Boah. Meine Herren. Lass doch mal die Kurve gerade werden, bitte. Glaubt niemandem, der euch sagt, es gibt keine geraden Kurven. Spätestens seit Satisfactory weiß man, es gibt gerade Kurven. Nämlich die, die vernünftig snappen und sich in ein gerades Schienen... Ah, verdammt. Die vernünftig snappen und die dazu führen, dass du gerade Schienen im Anschluss bauen kannst. Das sind gerade Kurven. Sonst gibt es schiefe Kurven. So. Wo bist du denn eingerastet? Ganz bestimmt nicht da, wo ich es dir gesagt habe. So. So, kurze Kurve steht. Jetzt kommt der spannende Teil, nämlich die lange Kurve. Steht. Super. Na bitte. Wir wollen ja schließlich aus diesem Bahnhof auch rein und rauskommen. So. Das sieht ja auch schon wieder ganz fürchterlich aus. Hast du doch mal bitte am richtigen Schienenabschnitt ein. Super. Die Folge, die nenne ich Flepse der Eisenbahnflüsterer. So, Alla, ich flüster der Eisenbahn und die hört mir nicht zu. So. Also noch ist das Ding hier eine Sackgasse. Ja.
aber nicht mehr lange. So. Sieht sehr seltsam aus. Aber egal. Das ist auch immer so ganz lustig. So eine Kurve, die sieht dann einfach viereckig aus oder so polygonal. Und die rennen dann einfach nach, wenn man dann nah genug dran ist. Das ist wirklich zum Schießen. Das ist immer richtig lustig anzugucken. So. Dann möchte ich bitte gerne nochmal weitere Ölvorkommen erschließen. Dann hier vorne eins. Oh, das Tier hält mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen ab. So. Eine reine Ölquelle, das ist schon immer was Feines. Wo waren die anderen beiden? Oder die eine andere? Vielleicht war auch nur noch eine. Eins, zwei, drei. Ach ja, gut, da hinten ist die dritte. Ja, hier muss ich euch leider auch vertreiben, ihr Armen. Hier sind doch vier Ölquellen. Oder was habe ich da hinten gefunden? Keine Ahnung. Ich muss jetzt was zu essen finden, ganz schnell. So. Was bewacht ihr denn hier eigentlich? Egal. Ja. Och nee. Das ist doch wirklich jetzt nicht wahr. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich gerade... Oh. Jetzt muss ich das ganze Stück laufen. Ich wäre so gerne Zug gefahren. Naja, gut. Nützt ja nichts. Ist ja so oder so machen. Vielleicht bauen wir dann auch einfach erstmal den richtigen Bahnhof in unserer Heimatbase. Aber ich wäre so gerne gefahren hier, wirklich.
Guten Tag. Wir haben auch gar nicht so richtig die Verbindung zur Schwefelquelle gebaut. Das muss man auch noch machen. Aber wir bauen jetzt erstmal den entsprechenden Bahnhof. Für Brennmaterialien oder so. Schön, dann einen absolut übelst heftigen Umweg gelaufen. Aber egal. Wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom, ne? Eieiei. Allein deswegen schon brauche ich Züge. Wenn ich einfach noch nicht mal meine eigene Base finde manchmal, ehrlich. Ach, meine Güte. Klar, es ist bestimmt der Bahnhof ohne Frachtplattform, zu dem du musst. Da ich mich ja auch eigentlich daran erinnern sollte, dass ich einen Bahnhof mit 3 Frachtplattformen gebaut habe. Aber ey, ey. Ne? Kann ja mal passieren. So. Ist schon mal schön, dass hier alles schon mal vorgebaut ist. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob das reicht. Ich habe jetzt wirklich nicht viel Platz gelassen zwischen den Warenhöfen. Wir versuchen es. Ist es gerade? Weiß ich nicht. So, jetzt aber. Abpasse ich durch. Locker. Erstmal so aus, als hätte die Fracht, also als hätte das hier irgendwie alles noch genug Platz. Zumal wir ja sowieso auch vieles unterirdisch leiten wollen. Ne? Okay, also fluide Frachtplattform. Hier wird es dann wirklich ein bisschen eng vom Platz her, dann machen wir es lieber in die Richtung. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen, ja, noch gar keinen Platz mehr. Die restlichen Brennmaterialien, dafür bräuchten wir dann erstmal Stahlbeton. Aber den. Mit denen laufe ich jetzt nicht mehr über die halbe Weltgeschichte, sondern den würde ich mir jetzt hier holen oder beziehungsweise hier bauen. Das machen wir aber nicht jetzt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt Kaffeepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüssi.